Ganz genau. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Die Sims soll jetzt mal wieder sein in den Gewerteten. Diesmal tatsächlich auch mal das defensive Flakfeuer so ausgewählt, dass auch mein CV bei ist. Hat man ja doch eher selten, ne? Oh, mal gucken, wie gut hier unsere Flak doch arbeiten kann gegen die Weser. Ganz entspannt auf jeden Fall. Erstmal C reinfahren und hier ein bisschen cappen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal bei B an. Warten auf jeden Fall erstmal, bis das Team nachkommt, so ein bisschen. Um die ein oder andere Unterstützung dann halt auch zu bekommen. Ne? Denn da muss ich schon ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu weit vorfahre. Das Problem habe ich nämlich öfter mal. Und dann stehe ich dort alleine gegen 20 Schiffe. Das macht dann irgendwie nicht so viel Sinn. Ja. So, wir können hier auf jeden Fall mit den geilen 10,5 Kilometern Torps auch schon so ein bisschen was machen. Schon mal hier ein bisschen was rüberwerfen. Nämlich bestimmt weit was reingefahren in B. Oh, also richtig schön breit gefächert das Ding hier. Boah, vielleicht hat man ja Glück. So, A haben wir auf jeden Fall gleich gekappt. So, dann machen wir hier was Flak und so. Ne? Bei 0,0001 Millisekunden. Sehr resettet der mich hier echt noch. Wahnsinn. Das Ding war doch schon durchgekippt. Aber komischerweise, als wenn es noch mal so eine halbe Sekunde oben drauf gibt, dass wenn das Spiel sieht, okay, da wird jemand angegriffen, oder? Das kann doch kein Zufall sein. Ist mir dann doch schon des Häufigeren mal passiert, dass in der letzten Millisekunde denn, ja, das Cap doch zurückgesetzt wurde. Echt ärgerlich. Naja, nichts zu ändern. Vier Flugzeuge immerhin runtergeholt. Jetzt machen wir erstmal die Flak aus. Ah, war ja auch meine eigene Schuld. War keine Frage. Hätte mal die Flak auslassen sollen, dann wäre mir das Ganze auch nicht passiert. Irgendwo da, ne? Einfach mal ausprobieren. So, mal gucken, ob die Weser jetzt nochmal... Was wartet die Schere zu? Öffnet. Dann fahren wir jetzt hier auch mal ein B rein. Ja, ich glaube, die Torps fahren gar nicht mal so schlecht in die Richtung hier. Ah, könnte was werden. Leider nicht mehr rechtzeitig reingekommen, B. Um das Ganze hier zu blockieren. Ah, man kann eigentlich immer alles haben, ne? Jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal da. Schauen wir mal, was wir hier so ein bisschen die Sinop abgefackelt kriegen. Sinop kann ja bekanntlicherweise nur begrenzt löschen. Einfach ein bisschen stänkern. Ah, gib mir hier. Ah, so wieder zu. Torps wieder raus auf jeden Fall. Komm schon, du magst. Oh, stell dir vor, wir jetzt. Du magst doch brennen. Oh, ist ja knapp die Nummer hier. Komm schon, du magst doch brennen. Torps sehen aber echt nicht schlecht aus. Ups. Welchen markiert. Ein oder andere sollte jetzt auch auf jeden Fall reingehen. Hack hat aber auch nicht brennen, der Kollege. Man dauert echt langsam, die Dinger, ne? Nicht mal ein Wassereinbruch. Jetzt haben wir mal einen Wassereinbruch, ne? Mal hin. Irgendwas Gutes war das doch hier denn doch. So, zwei Torptreffer haben wir schon mal. Jetzt kann ich natürlich nicht torpen. Unsere Hut ist ja da vorne. Das machen wir natürlich nicht.
Wisst nicht, wo sie jetzt hinfährt. Ach, scheiße. Gut. Die coole Rolle sollte auch so down sein. Ich hab noch nicht einen Abfackler, ne? 74 Treffer, kick dir das an. Das ist echt übel. Oder? Ich finde schon. Ja, ihr noch nie habt. Einfach kein Abfackelglück. So, der Smoke ist in 30 Sekunden auch wieder ready. Dann könnte man eigentlich mal in A reinfahren und versuchen, ein bisschen Unruhe zu stiften, ne? Straßburg-Torpen wäre natürlich auch geil. Die Scorn hat es tatsächlich geschafft, unseren CV zu pushen. Das erlebt man auch nicht mehr allzu häufig, dass sowas funktioniert. So, da haben wir auf jeden Fall erstmal die Shira zugefunden. Schöne Seite auf jeden Fall. Schon, komm schon. Das müssen wir jetzt aber. Jetzt kommt noch ein bisschen Abfackelglück. Sehr gut. Das war wichtig. So, machen wir hier mal alles an. Flak-Priorisierung und defensives Flak-Feuer-Attacke. Ah, so ein bisschen was wieder, ne? Wenn wir jetzt auf den Flug schauen, nehmen wir knapp 8000. So, ja, jetzt wenig ist das auch nicht. Ganz gern wissen, wo die Straßburg ist. Na komm, wir cappen erstmal durch. Sonst habe ich hier echt ein bisschen zu viel Schiss, dass mir die Straßburg hier eine fette Salve reindrückt und ich wieder resettet werde. Torps. Von wem kommen jetzt da die Torps? Ist das von der Genese? Na ja, ne? Was anderes geht gar nicht. Hm. Jetzt lockt es natürlich, da einfach mal rumzufahren und zu torpen, ne? Wollen wir mal machen? Ach, die Genese, na, warte mal. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Erstmal müssen wir hier so ein bisschen was machen. In die Torps auch noch daneben. Jemand aus so einer Distanz aber auch wieder daneben toppen kann, das kann aber auch nur wieder ich sein. Der sowas hinbekommt. Sowas kann ich halt wirklich. Wie kein anderer. So, die gehen jetzt aber rein und dann hat sich das zumindest mit der Geise, ne? So, beinahe mich noch herausgenommen hier, ne? So, Straßburg. Pusht die da jetzt so ein bisschen? Nee, ne? Noch habe ich hier so ein bisschen mein Nebel. Wenn ich jetzt hier wieder zurückfahre, hier sollte noch der ein oder andere übrig sein. Oder? Ah, paar Sekunden. Oh, einmal rumfahren wäre eine Idee. Oh, dann könnte man dort von da aus torpen. Fährt auch wieder rückwärts, oder? Naja, komm. Immer hier ein bisschen Yes. Und fahren mal da rum. Boah, bis jetzt lief es ja schon mal eigentlich ganz gut. 2 Punkte eingenommen, 4 Torp-Treffer, 125 Treffer mit der Hauptbatterie, 2 Abflacker und das war jetzt nur zum Schluss bei der Shirazu, ne? Gesundheit und so. So, dann wollen wir jetzt auch mal den einen oder anderen Torp noch hinjagen. So, Sinab ein bisschen verballern.
Jetzt kommt er mit seinen Türmen hoffentlich auch nicht hinterher. Das ist ganz praktisch. Kommt denn hier schon wieder Tops her? Alter, hallo! Ernsthaft? Lol. Der erste war ja schon knapp gewesen in dem Torps hier, ne? Aber das war ja jetzt nice. Gneisenau. Echt nice, Torps. Ey, das könnte jetzt fast noch den Sieg bedeuten, ne? Für das gegnerische Team. Alter Schwede. Jo, das ist jetzt natürlich ungünstig gelaufen, ne? Jetzt muss unsere Sinop hier aber echt ein bisschen was machen. Die Weser kann ihn ja jetzt natürlich permanent anfliegen. Wo ist er denn überhaupt hier, Mann? Na, ah, jetzt muss er halt 8 Minuten überleben. Beziehungsweise 8 Minuten überleben ist ja Blödsinn. Wir haben ja alle drei Caps. Das geht ja jetzt gut nach vorne mit den Punkten. Aber die Sinop wird jetzt wohl in A reinfahren und dann dauert es ein bisschen länger. Wisst ihr das auch schon? Ah, wäre natürlich geil, wenn er die Sinop jetzt einfach mal killen würde. Und dann wäre das Ganze nämlich schon erledigt. Boah, das wäre jetzt echt ärgerlich. Das ist ja so oder so schon mega ärgerlich. Meine Güte, wieso torpt denn der in meine Richtung? Das macht man ja definitiv nicht. Naja, kann man ja nicht ändern. Wird auch keine Absicht von ihm gewesen sein, aber vielleicht merkt er sich das ja für die Zukunft, dass man definitiv nicht in irgendeine Richtung torpt, wo auch nur ansatzweise irgendwie ein Schiff sein kann. Ah, Sinop ist ja auch stabil. Ist so stark gepanzert, kann schnell mal hintereinander Wassereinbruch und Brand löschen. Die sinkt nicht so schnell. Steht ja auch noch gut im Saft, fast voll Leben. Einfach rückwärts fahren, dann haben wir das Ding gleich gewonnen. Also ich denke mal, es gibt jetzt hier schon so ein paar Talasse. 2 Punkte erobert, 1 unterstützt, 7 Torptreffer. 2 Schiffe kaputt gemacht. Echt eine geile Runde mit dem DD. Ja, die macht aber auch Spaß, die Sims, ne? Echt ein cooles Schiff. Zumal halt auch die Nachladezeit von den Torpedos gar nicht mal so sehr hoch ist. In 10 Kilometer Reichweite? 10,5? Ja. So, haben wir doch gleich geschafft. Ist aber nochmal spannend geworden, finde ich. Wenn die Sinop jetzt vielleicht einfach nur blödsinnig vorgefahren wäre und Breitseite der gegnerischen Sinop gezeigt hätte, hätten ja jetzt auch die einen oder anderen Zitas wieder fallen können. Und schon ist die Runde dann doch schneller als man denkt verloren gegangen, ne? So, auf 450.000 Credits. Das ist okay. So, machen wir uns mal die Teamwertung noch an. 2-2. Echt cool. Tolles Schiff, absolut. Und mit den Worten möchte ich mich dann auch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie über ein Abo. Alles kann, nichts muss, ne? Und wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.